Ja, wie der Titel schon sagt, wollen wir heute ein bisschen so mit Paint.net arbeiten, also Paint.net. Und da werde ich so einige Basics beibringen. Okay, manchmal zum Beispiel, wenn ich ein schönes Bild habe, außer jetzt schönes Bild von hübschen Frauen, wo man den Background ändern kann, habe ich ab und zu mal so Bilder wie jetzt von Donald Duck mit Goofy oder Mickey. Und wenn ich mal ein Bild habe, wo ich so eine Mickey Maus sehe und da ein Hintergrund ist, dann will ich den weghaben, weil ich ihn vielleicht für was brauche. Für mich, als so ein Foto-T-Shirt drucken und etc. Und ja, dieser Background ist natürlich blöd. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, den Background wegzunehmen. Es gibt die Pinselmöglichkeit, es gibt die Magic-Zauberstab als Möglichkeit und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste ist, dass man erstmal auf diese Schrift hier, was im Hintergrund steht, mit einem Doppelklick macht mit einer Maus und einfach sagt, man Mickey Maus, also das Bild umbenennt und einfach dann Original reinschreibt. Ja. Dass man weiß, okay, das ist mein Originalbild. Da macht man eine Ebene, also man verdoppelt das Bild und fertig ist man erstmal. Dann macht man nochmal einen Doppelklick und schreibt hier rein Kopie. Fast fertig. So, wenn ich also diesen Hintergrund weghaben will, habe ich zwei Möglichkeiten. Zuallererst versuche ich es mit dem Pinsel. Das bedeutet, nicht mit dem Pinsel, sondern mit dem Zauberstab. Das bedeutet, ich mache hier ein Häkchen, damit ich das Original nicht sehe. Und ich klicke hier auf meinen Magic-Stab. Ne? Das ist hier Toleranz. Hier gibt es einen Filmmodus. Können wir mal global machen, was da Ergebnisse zählt. Weniger gut. Auch nicht. Vergiss es. So, dann machen wir einmal zusammenhängend. Ah, sieht doch schon mal gut aus, zusammenhängend. Aber ich mache mehr Toleranz, soll mehr erkennen, aber man sieht schon, alles nicht so das Gelbe vom Ei, immer wieder irgendwas, macht er nicht. So, das ist natürlich richtig, richtig doof. Stempel könnte ich jetzt auch arbeiten, aber es bringt auch nicht Stempel, von daher haben wir ein Problem. So, jetzt gibt es aber einen Trick. Und dieser Trick ist folgendes. Der ist sehr mühselig, aber lohnt sich. Jetzt könnte man sagen, ey, pass auf, das ist zu komplexer Background. Das checkt dieses Tool nicht bei Paint.net. Ich mache jetzt folgendes. Ich tue dieses Bild mit reinschalten und mache arbeite mit Pinsel. Pinsel ist sehr, sehr aufwendig, aber es lohnt sich. So. Das heißt, ich suche mir erstmal eine gewisse Stärke aus. Mach 100% Härte, kann auch 50% machen. Vielleicht eine Größe vom Pinsel, damit es ein bisschen zügiger geht. Ja. Und jetzt ist das so. Jetzt markiere ich nicht den Hintergrund selbst mit dem Pinsel, sondern ich markiere tatsächlich das Objekt. Und in dem Fall, okay, die Farbe muss ich noch richtig wählen, das wäre natürlich rot. Rot sieht man am besten. Und in dem Fall fange ich dann so an. So einfach ein bisschen so schnell. Und danach mache ich das dann dementsprechend etwas langsamer. Ja. Denn das muss ja akkurat sein. Oder genau wie möglich. Es sei denn, ich brauche es nicht so genau. Aber nehmen wir mal an, du brauchst es genau, also machen wir es mal akkurat, okay? So, und dann merke ich, okay, ich muss ranzoomen, denn sonst wird das nichts. Und jetzt arbeite ich mich wieder von oben nach unten. Das heißt, ich mache jetzt diese Ohren jetzt da. Und du siehst schon, es wird jetzt genauer und wie ein Kreis herum. Ja. Und das mache ich auch hier. Und dann mache ich das hier. Und mit der Steuerung Z. Ein Fehler, den ich gemacht habe. So.
So, wir sind fast fertig. Ich habe jetzt einen Cut machen müssen, weil das hat über fast eine halbe Stunde gedauert, das ganz genau zu markieren. Und wir machen jetzt noch hier noch den Rest. So, ich bin jetzt fertig mit meiner Maus, mit meinem Layer, habe alles soweit erstellt und den Schatten habe ich jetzt nicht mit hinzugefügt, weil der Schatten lässt sich ganz einfach erstellen. Im Nachhinein, falls man den Schatten braucht, ich brauche nur die Maus an sich, also das Objekt, und jetzt habe ich meine Maus fertig und jetzt nehme ich einfach meinen Zauberstab und klicke tatsächlich auf unsere Maus. Und du wirst merken, unsere Maus ist markiert, samt den Schwanz natürlich. Und wir müssen nichts anderes tun, wie jetzt auf unserem unteren Layer, der sich Original nennt. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir eine Tastenkombination. Die Tastenkombination nennt sich Steuerung X, das heißt ausschneiden. Wir könnten theoretisch das auch oben machen, aber ich möchte dir auch ein bisschen so beibringen, Tastenkombination, damit du dir deine Arbeit erleichterst. Denn gerade Tastenkombination, Steuerung X, Steuerung V, bedeutet Steuerung X heißt ausschneiden, Steuerung V einfügen, ist viel schneller, als wenn jetzt ich nach oben klicke und dann das mache. Muss nicht sein. Aber klar, wenn du das willst, könntest du jetzt da drauf klicken, ausschneiden und dann später einfügen. Darauf. Okay, wir machen also, wie schon gesagt, Steuerung X. Und was passiert? Die Maus wird ausgeschnitten. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, das ist der Trick bei diesem Bildbearbeitungsprogramm, allgemein bei diesem jetzt Paint gerade. Du klickst jetzt unten auf neue Ebene hinzufügen und schiebst diese Ebene nach oben. Okay. Und jetzt machst du Steuerung V oder halt eben dieses Symbol einfügen, Steuerung also V und voilà, Monsieur Mon Amour, unsere Maus ist ohne Background. Ja, Moment mal, da ist doch ein Background. Naja, nicht ganz. Jetzt kommt der Trick. 17. Ich finde es immer lustig, weil diese ganzen Schritte, die sind ein bisschen anders bei Photoshop und ja, wie auch immer. Erinnert mich wieder an eine Agentur, die meinte, das kann man nicht machen mit PaintNet. Stirb du Hurensohn. So auf die Art. Und ich so, ich zeige es ihnen. Und die Frau so, okay. Okay, dann machen wir nichts anderes wie hier. Wir tun hier diesen Haken entfernen. Und Häkchen nennt man das. Und voilà. Wir haben unsere Maus. Und du siehst, es ist ziemlich gut gelungen, weil ich sehr präzise gearbeitet habe. Ziemlich genau. Jetzt könnten wir noch ranzoomen, also wir zoomen das Ganze nochmal ran und wir merken, da sind jetzt noch Sachen, so kleine Ränder, aber die lassen sich im Nachhinein rauschen, also korrigieren. Ja, die kannst du dann wirklich, wenn du ranzoomst, siehst du, oh okay, das war's aber von diesem Video erstmal, weil ich versuche es kurz zu halten. Ich habe momentan so Augenprobleme. Also richtig Probleme in meinen Augen. Ich kann nicht lange auf den Bildschirm schauen. Aber im nächsten Video, da zeige ich dir, wie wir die Feinheiten noch machen. Und ja, dann können wir noch zusätzlich abschließen, komplett die restlichen Feinheiten machen. Also so fein, dass es wirklich so professionell aussieht. Was heißt professionell? Dass es einfach professionell ist. Aber fürs Erste will ich mal sagen, hast du jetzt mal gelernt, wie man das professionell macht? Ich muss immer lachen wegen der Frau, die immer noch im Kopf ist, ne? Und